Ja, hi, und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Und ja, wir sind hier vor Son Gokus Haus. Wir machen ein bisschen mit der Story weiter. Wir haben ja alle, Entschuldigung, alle Nebenquests abgeschlossen. Gucken noch mal zur Sicherheit nach, ja, für die Zukunft. Und ja, jetzt gehen wir mal zurück zu unserer geliebten Frau, die sich wahrscheinlich vor die Sorgen gemacht hat, und sagen mal Hallöchen. Sangoku erzählt alles, was geschehen war. ご飯ちゃんを修行させてけれって。まあ、いいだろ。いい加減にしてけれ。冗談じゃねえ。悟空さ、どこまでご飯ちゃんの勉強の邪魔したら気が済むだよ。勉強も若が3年後には地球そのもんがやばくなるかもしんねえんだ。ダメだダメだ。なんと言おうと許さねえ。 Und deswegen mag Shichi nicht. Also das ist dieselbe Frau, die gegen Son Goku gekämpft hat im Dragon Ball und mit so einem riesen rasiermesserscharfen Dingen hier auf dem Helm auf Leute geschossen hat und einen Dinosaurier geköpft hat mal an einer Stelle. Also ich kann die echt nicht leiden. Also die, ich bin auch voll der Überzeugung, dass die irgendwie der Grund ist, was aus Son Gohan bis zum Ende der Serie passiert ist. Und ja, ich kann die echt nicht leiden, ne? Ihr blöder Charakter, ey. これが最後だべ。父、だけど3年経ったら絶対憲法やめさすからな。本当にすまね、父。スーパーサイヤ人にも弱点があったか。 Wie gesagt, ich kann Chichi nicht leiden wegen diesem blöden Charakterzug, ey. Doppel, mein Controller spricht mit mir. Gott spricht durch einen Controller über mich. Ja, der Sound kommt auch aus dem Fernseher, glaube ich. Also macht es irgendwie keinen Sinn, wenn ich da dann am Mikrofon dran halte, weil sonst hört ihr überall ein Echo. Also, ja. Irgendwie kann man da doch abstellen mit dem Controller, aber ich weiß nicht mehr genau wie. Stimmt, die haben sich eigentlich noch nie getroffen bis zu den einen Zeitpunkt später. Ist mir noch nie aufgefallen. Piccolo とご飯の気探れば
なんとなく場所は分かった。大丈夫かな。そら、行った行った。オラがそっち行くまで、ピッコロとしっかり修行してんだぞ。任せておけ。久しぶりにしごいてやる。 Hey, sorry, sag mal, du bist jetzt stärker. So, wie jetzt kommt schon wieder eine neue Mission. Okay. Gottes Versteck. Ja, dieser ewige mit Chichis rumnörgelnei, ey. Ah, Son Gohan muss ein Gelehrter werden, er muss lernen, ja. Boah. Ich werde ja auch irgendwann mal umgebracht in der letzten Saga und da habe ich, mir auch gedacht, nur was zum Teufel macht die eigentlich? Ey, die ist doch voll bescheuert. Ey. Ja, Spoiler. In der Majibusa wird sie von Majibu getötet, weil die dem eine klatscht und sich denkt, oh, der ist voll unnötig und so, weißt du? Nachdem der wortwörtlich jeden auf der Erde getötet hat, dann kommt die und meint so, so, du nimmst hier voll wie Sau, ich klatsch dir jetzt eine, der verwandelt die in Ei und bringt die oben. Ja, das, was soll man dazu sagen, die ist doch vollkommen bescheuert, ey. jetzt guckst du mal einer die im Vergleich zu Bulma an, ne? Also jetzt nicht wegen weiblicher Charakter oder so, aber trotzdem, so von so einer Perspektive aus Charaktere, die nicht kämpfen, ne? In dieser Serie und Bulma hat schon und ja, Bulma hat irgendwie auch dasselbe gemacht, irgendwann im Kampf der Götter mit Bills, also oder Beerus oder wie auch immer, und die hat dann auch eine geklatscht und der hat die dann zurückgeklatscht, ne? Aber jetzt mal ganz ehrlich, so viel Zeug, was Bulma schon erlebt hat, ich glaube, die hat mal verdient, hier irgendwie mal ein bisschen Dampf abzulassen. Die hat ein bisschen mehr irgendwie Dreck am Stecken, so weil die alles in Dragon Ball und Dragon Ball Z so erlebt hat. Also die ist auch mitten in der Action und alles was drin. Aber bei Shichi, ey, boah. Ich kann die echt nicht leiden, ey. Dragon Ball, ich habe ja alle gesammelt. Gott sagt Son Goku, dass die Dragon Balls nur noch ein paar Mal benutzt werden können. いや、私の死、私の存在そのものが消える。あくまで予感だ。そこまで深く考える必要はないかもしれぬが。分かった。予感なら外れかもしれないしな。うん。だが、もしもの時を考え、願いは今のうちに叶えておくのだ。 Was der Sinn von dieser Szene wirklich? Meine mir jetzt sagen, ich darf jetzt nicht die Dragon Balls weiter benutzen, oder war ich jetzt einfach nur so Foreshadowing für irgendwas, was mal kommt? Nicht das, was ist los? Okay. Habe schon gefragt, wann die ins Spiel kommen. なら、おめが集めに行けばいいじゃねえか。俺は忙しいな。どう見ても暇そうじゃねえか。うるし。どうせ先祖はおみやさんたちが使うんでしょう。自分で探してくるのが当然でしょうよ。それもそうか。相変わらず軽いやつ。よし。じゃあ詳しく説明するでよ。 Verschwende nicht meine Zeit, ich muss die Welt retten in 3 Jahren. Ja, Jirobi erklärt, dass man zum Anbau von Sensobohnen benötigt.
Wasser der Weisen, göttlicher Dünger. Da kannst du auch locker selber, du fauler Sack, du. Ja, warum sagst du mir nicht direkt, wo das andere Zeug ist? Ich muss gleich noch mal nach oben und in Frage, oder jetzt kriegst du etwas, da kriegst du da. Warum hast du mir nicht gleich gesucht, du fette Stück, du fette Sau, fette Sau, fette Sau, fette Kuh. So, okay, okay, warum bin ich nicht direkt unter dem Turm? Ich bin dann direkt darunter geschwommen. So. Ein witziges Ei gefunden. Ja, ja, die Robi war voll stark damals in Dragon Ball. Aber der war sogar zu einem Punkt irgendwie stärker als Son Goku. Ah, wo ist denn das Zeug da? Der hat irgendwie diesen. Er ist ja Tamorin locker fertig gemacht, ey. Son Goku hatte keine Chance gegen den bei der ersten Begegnung. Ja, wir müssen noch random Kämpfe hier einbauen. So. Jetzt hätten sie ruhig auslassen können. Ja, gar nichts. War mir gar keinen Sinn. Die Storykämpfe sind viel einfacher als die random Kämpfe, weil da immer irgendwie direkt 5 Leute oder so sind. Ich habe 2000 Erfahrungspunkte bekommen zum Goku. Das ist gar nichts. Göttlicher Dünger, also wo kriege ich jetzt das Wasser? Ja, da konntest du mir nicht auch noch direkt sagen. Das kann ich noch mal dahin. Jetzt sag mir, ah, du hast das, jetzt hol mir das Wasser, das findest du da. Du Dreck. Warum ist er auch da? Ja, ich dachte, er hat mir nur gesagt, wo der Dünger ist. Ja, ist die Ladezeit hier nicht so. So lang. So, da. So. Alles klar. Jetzt geht's automatisch zurück. Ey. Gut. Haben wir schon gefragt, wann Sensoboni ja mal endlich vorkommen. Hoffentlich kann ich die. Wäre ja irgendwie die besten Heilgegenstände, mehr oder weniger, ne? Ich habe alles, was du wolltest. それは悟空が取ってきたんじゃろうが。楽ばかりしようとしようってからに。おい、寝てたんじゃ。瞑想しておっただけじゃ。まったく。
Kami ist doch mal gesagt, er sagt auch Gott, Meister Quitte. Ach, übrigens, wir müssen noch das erledigen. Kannst jetzt von Meister Quitte Sensobohnen erhalten. Sensobohnen brauchen eine gewisse Zeit zum Wachsen. Du bekommst sie, indem du Meister Quitte im Meister Quitte-Turm besuchst. Vor allem Handkampf sollst du unbedingt ein paar Bohnen besorgen. Keine Angst, wenn du mal vergessen hast, die Absprung Meister Quitte hält bis zu 9 Stück für dich bereit. Ja, ich wusste, es sind schon direkt welche. So. Ja, das war cool. 100% TP. Was? Nur TP? Ach nee, TP ist halt, ne? Ja, okay. Okay, nee, das ist doch gut, okay. 100% der TP. Ich dachte jetzt, ne, Key, mein Gott. Ja. Ein bisschen verwirrt, weil ich spiele noch Tales of Vesperia und da sind, ich sag mal, Punkte zum Zaubern für Fähigkeiten. Ja, ist ein ATP und in fast jedem anderen japanischen Rollenspiel auch. Also, wir sollten sich mal universell bei jedem Rollenspiel irgendwie so darauf einigen. Ja, bei Pokémon ist jetzt schon immer, glaube ich, KP, ne? Einigen Spielen, aber dann haben sie irgendwie KP in Trefferpunkte übersetzt und ja, seitdem heißt das in meisten Spielen irgendwie TP, also ja, also für Hitpoints und ja, oder HP. Final Fantasy, die haben andauernd, die haben, wo sind die, so vielen Spielen haben die irgendwie angefangen, das HP zu nennen. Dann haben sie halt irgendwann auf Deutsch übersetzt, weil HP steht ja für Hitpoints, und haben sie halt Trefferpunkte genannt. Ich habe mich immer so verwirrt damals. Also klar. Komm mal her. Ah ja, Piccolo. Willst du denn so einen Mann? Jetzt ein Level höher. Wir wollen die Großkaliber aus. Okay. Au, was ist los? Au. Mit Kopf das gegeben. Ja, ich setze das zur Überzeugung. Super Saiyajin ein. Hallo. Nein, nicht der Angriff. Und mir geht das so auf, wenn ich greife die an, ne? Das macht denen gar nichts, ey. Weil die machen das viel zu oft irgendwie, habe ich so das Gefühl. Nein. Mein Gott, der geht mir gerade auf Nerven. Ach, aber ja. Oh, in die Fresse. Warum mache ich denn so wenig Schaden, ey? Irgendwie das Gefühl, die sind viel stärker als sie eigentlich sein sollten. Ah.
Was reicht hier? Boom. Die dicken Dinger raus. Hat er gerade den Teamangriff gemacht? Das sah also aus. Und so haben sich beide so überkreuzt. Überflankiert, sag ich mal. In die Fresse. Ja. Ja. War schon alles. Oh, ich habe kein Ding. Na, ja, ehrlich. In die Fresse. Ich brauche mir mal ein bisschen Energie aus, mich mit meinen Kollegen und Freunden jetzt fahren kann. Oh, sehr gut. Das ist alles nur Training von Gohan. Also würde ich mir irgendwie vorstellen, wie Son Goku trainieren würde. Also mit gegen jemanden, die am Schuh kämpfen, voll und kam ja mehr mitten in die Fresse rein. So würde ich mir echt das Training mit Son Goku vorstellen. ガキの頃からあのベジータやフリーザを相手に戦ってきたんだ。ついだな。なあ、パタッと。ピッコロさんと修行してた時のこと思い出しますね。お前がメソメソ泣いてたことか。え？そんな。そうか。おめたち、俺は信じまってた時ここで修行してたんだな。 ピッコさん厳しくて使えんガキには用はなかったからな。まあ少しは使える程度にしてやったが、すまねえなピッコロ。おかげでご飯もここまで腕上げることができた。もしかしたらあっちゅう間に俺たちよか強くなっちまうかもしんねえな。お父さんたちを超えるだなんて。 それくらい強くなってもらわなければ困る。今度、俺もしっかり修行つけてやっかんな。3年後、みんな驚かせてやろうぜご飯。はい。そういえば、他のみんなはどんな修行してるんだろう。ベジータの野郎は相変わらず一人で生きがっていたようだな。クリーンファイアー、glaube ich, in Wellen und kam aus. Für die ganze Zeit kam ja mehr Wellen ins Meer und Stufe 40. Nach der Wahl von Trunks können die Z-Krieger entsprechend trainieren und sich auf die Cyborgs vorbereiten, die in 3 Jahren auftauchen sollen. Lass mich raten, 3 Jahre sind vorbei. Dieser Planet explodiert in 5 Minuten. Weiß nicht, 10 Folgen. In 3 Jahren kommen die Cyborgs. Eine Folge. Um noch eher zu trainieren, traf Vegeta einige besondere Vorkehrungen. Haben wir jetzt ein bisschen Zeit mit Vegeta, ja? Oh, ehrlich. Warte mal, wo? Westlicher Bereich. Mit Vegeta, alles klar. Gut, so wie es aussieht. Da will ich aber nicht direkt weitergehen, oder? Wenn ich jetzt mit dem rede einmal.
何か用かね。前に頼んでいたトレーニングルームの件はどうなっている？大体の組み立ては終わっているんだが、あと少し材料が足りなくてな。材料だと？そりゃお前さんのパワーに耐えられるものなんだぞ。生半可な強度で作るわけにはいくまい。回りくどい話はやめろ。必要な材料を持ってくれば作れるんだろうな。 Schwerkraftrisse, Dimensionsblei und Eisenkresse. Ja, und wenn es sein muss. Gut, dann kümmern wir uns mal auch um die Mission. Alles klar. Ja, da ist in der nächsten Folge, werden wir wahrscheinlich erst weitermachen mit der Story, oder? Keine Ahnung. Gut, meinetwegen. Sieht man das Intro von Mecha Freezer und Trunks noch ein bisschen. Hier immer ein bisschen ändern. Wenn es euch noch nicht aufgefallen, ich habe schon 5 Intros. Wir haben noch gute Sachen geplant. Oh, guck mal da. Die Dinger scheinen auch irgendwie erst später zu spawnen, einige von denen. Aber ich bin schon alles abgegangen, weil und ja, irgendwas hat Bulma jetzt gesagt, aber ist egal. So. Boom. Da können wir viel Fleisch herbekommen. Das ist schön. Interessiert mich aber nicht. So. Warum ist Vegeta noch angeschlagen? Ich will auch ein Super Saiyajin. Ich will auch. Was geht? Hey Vegeta, nettes T-Shirt. Warum stehst du also rum? Sag nicht, dass du dich aus Angst vor den Cyborgs nicht mehr bewegen kannst. Siehst du falsch, ich fürchte mich nicht vor den Cyborgs. Und je mehr ich trainiere, desto mehr wird mir der Abstand zwischen den anderen und mir bewusst. Vielleicht ist Training nicht genug, um mit euch Saiyajins mithalten zu können. Deswegen mache ich mir Sorgen. So spricht ein echter Versager. Hast du nicht gerade noch rumgejammert, dass du kein Super Saiyajin bist, Vegeta? Versager, ich will mich trotzdem anstrengen und verbessern, selbst wenn ich Son Gokus Niveau nicht erreichen kann. Ja, reden kann jeder. Warum klären wir das nicht gleich hier? Ich zeig dir, dass ich mehr kann als nur reden. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Also halte ich ein bisschen zurück, Tension an. Na schön, ich bin bereit, wenn du es bist. So müssen die Nebenquests ablaufen. Eine Konversation direkt oben. 31. Nur fast. Hallo, fast. Komm her. Schon wieder am Konto. In die Fresse. Komm schon leicht weg. Das ist aber nicht der eine Angriff, den ich mal hergestellt habe, ne? So zielerfassungsmäßig ein bisschen war. 60.000. Du hast dich wohl nicht gedacht, dass du eine Chance gegen mich hättest, oder? Tu dir einen Gefallen und gib auf, solange du es noch kannst. Verdammt, kann ich wirklich keinen Saiyajin besiegen? Kämpf gegen die Cyborgs, wenn du willst, aber kommen wir lieber nicht in die Quere. In die Quere kommen, was? Eigentlich ist das eine gute Idee. Ich muss die Cyborgs nicht selbst besiegen. Ich muss ihn nur in die Quere kommen, damit es für die anderen einfacher wird. Ich muss mein Training fortsetzen und meinen Stolz zur Seite stellen, um diese
Minderwertigkeitskomplex gegenüber den Saiyajin zu überwinden. Ja, ist schon ein bisschen traurig, dass die Menschen nichts mehr reißen können. Nach der Saiyajin-Saga, das ist schon ein bisschen, ja, offenbar hat er endlich kapiert und ist verschwunden. Das ist alles Foreshadowing irgendwie für einige Events, die später in der Story vorkommen, habe ich so das Gefühl. Ich hoffe, ihr wisst schon, welchen Moment ich irgendwie zuspiele, welcher in der Cyborg-Saga auch passieren wird, mit Tension an. Meiner Meinung nach einer der epischsten Momente. Da ist irgendwo so ein paar. Ey. Ich mal einmal ausruhen. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher ist sicher ist sicher ist sicher. Okay, dann da. Nochmal zur Sicherheit. Der frustrierte Vegeta. Nein. Ja, ups, ich habe noch Tension anvisiert. Dem Ding. Ach so, das ist hier irgendwo in der Nähe. Ich mal an. Ho. Da. Boah, das eins. Nächstes, was man nicht alles macht, um Super Saiyajin zu erreichen, ne? Tor. Ja, mit aber ich eins von diesen Dingern suche. Ach, schon wieder hier, boah. Irgendwann muss ich doch hier gegen irgendwas kämpfen, habe ich so Gefühl, ne? Wo ist es? Bestimmt da unten irgendwo. Wo bist denn du? Wo bist du, mein Sonnenlicht? Mir ist gerade erst eingefallen, dass das mal ein Lied war. Hey. Warum? Jetzt noch mal grob teckern, oder? Mein Gott. Oh, warte mal. Du bist ein goldener Hirsch. Gut, wurde eingetragen. Mein Dings, das ist nicht das Item, das ich brauche, aber das ist wieder so ein D-Medaille. Oh, ich hoffe, da würden jetzt nicht mehr noch irgendwie hinzugefügt. Ich glaube, da werden immer mehr hinzugefügt, oder? Da steht abgeschlossen, da waren 20, glaube ich. 30, 40. Ich hoffe, da kommen nicht im Laufe der Story immer mehr, ey. Jetzt mal ernsthaft, wo ist der Teil? Ich finde es nicht. Da, boah. Ich war von der falschen Perspektive irgendwie angeguckt, dann finde ich da wieder nicht. Boah, nein. Wie geht er? Jawohl. Verdammt. Nein, das ist gut, wie geht er? Kommt sein Training immer näher. Im Gegenstand.
Macht schon Bock, hier durch die Gegend zu fliegen, durch die Welt. So, wir gewinnt. Alles klar. Und wir gehen direkt zurück, ne? Aber natürlich kommt jetzt irgendwas. この星の原住民か。いいもん拾ってんじゃねえか。命が惜しけりゃ、そいつを渡してもらおうか。なんだ貴様らは、フリーザ軍の残党か。お前、ベジータか。なんでこんなところに。そうか。お前もフリーザ軍が滅んで金目のものを奪いにこんな星まで来たんだな。 Wagt es nicht, meinen Weg zu kreuzen. Ah, diese blöden Drohnen schon wieder. Weiß nicht, was ich alles treffe, aber ich treffe was. Aber ich dich eigentlich nicht getötet. Ja, voll schwach. Wir sind, Typen sind wortwörtlich irgendwie random Encounters, ey. So stark sind die. Wir sind auf 5 Stück. Benommen. Ja, wenn die benommen sind, dann kommt irgendwie so eine Szene anscheinend. Sieht voll krass aus, ey. So, mal nochmal. Ja. Damit man halt mal irgendwie schafft, ne? Die benommen zu machen, ey. Ja, voll unmöglich irgendwie. So, komm her, wer hat mich geschossen? Boah, das ist so unfair, ne? Die können doch was machen, wenn die, wenn ich mich transformiere oder hier diesen Dings mache. So, komm her. In die Fresse. In die Fresse, ja, ist schon tot. Ja, stimme ich jetzt so, Vegeta, das war wortwörtlich nur ein random Kampf irgendwie. Musste jetzt nicht unbedingt sein, also. Also jetzt hätte ich irgendwie, jetzt wäre ich irgendwie in so einen Typen reingeflogen auf der Karte. Das ist genau, war ein exakt gleicher Kampf irgendwie. War vom Level her und so. Immer 2 oder 3 so Drohnen noch dabei. So, du. Das ist eine schöne Schrift darauf. 300倍の重力で修行してやる。作った足が言うのもなんだが、無茶苦茶だぞ。ベジータ君の体重が60キロだとしたら18トンにもなるんだぞい。たかがやつの3倍だ。俺にできないはずがない。ベジータのやつ。300倍の重力で トレーニングするなんて言ってたらしいけど、何考えてんのかしら。くそ。ちょっとベジータ、何してんのよ。黙れ。俺のことは放っておけ。あ、そう。じゃあ好きにすれば。 俺はやつに勝てない。俺はサイヤ人の王子なんだぞ。
Mehrere Stunden später. Akireta, anta zutto shugyō tsuzukete ta no. Sono yōsu ja mada mada osaki makkura to itta tokoro mitai ne. Irgendwie schon. Super Saiyajin ni naru hōhō wo. Sonna koto o suru kurai nara shinda hō ga mashi da. Ja, shinde miru? Nan da to? Training yō no simulator ni anta muki no aite o yōi shite oita wa. Kateru kashira ne? Fuzakeru na yō onna. Ore o dare da to omotte yagaru? Saiyajin no ōji Vegeta sama. Nan de shō? Kimari ne? Kento o inotte ru wa. Ato, anta mo Bulma tte iu watashi no namae kurai ii kagen oboe nasai yo. Watashi o dare da to omotte n no? Anno onna. Na gut. Lass mich raten, Son Goku. Als Trainingspartner. Irgendwie so ein Hologramm oder was weiß ich. Hey, nur so ein Roboter, oder? Also komm. Koko wa Kakarotto to tatakatta Koya ka? ということは Nani? Aite wa Kakarotto de naku ore da to? Yorokobu ga ii. Kisama no yōna deki sokonai ga chō elite ni asonde moraeru nda kara na. Anō onna. Fusake agatte. Na gut. Doryoku dake de wa dou yatte mo koerareru kabe o misete. Oh, bitte sag mir nicht, dass der exakt gleiche Kampf wie damals. Weil dann wird das ganz schön heftig. Er hat sich schon umgedreht. Kann ich auch hier. Meine sind aber gelb. Nicht wieso, aber sie sind boom in die Fresse. In die Fresse. In die Fresse. In den Rücken. Irgendwo rein. Da. Und den hier noch. Da, da, oh, fast erledigt. Na, irgendwann habe ich abgeschlossen von Muten Roshi. Okay. Ist klar. Ore o koeru. Kakarotto o ikakeru dake no ore nado buttaoshite na. Ara, mono tarinakatta mitai ne. Kisama, mukatsuku mon o tsukuri agatte. Jōdan yo, ya ne. Motto da. E? Omae ga itta tōri mono tarin to itte iru. Motto tsuyoi aite o yōi shiro. ちょっと何を偉そうに。俺が強くなって 3年後に人造人間どもをぶっ倒してやる。それで文句はなかろう。ブルマ。
わかったわよ、もう。あら、今私初めてブルマって名前で呼ばれたんじゃない？俺はカカロットを超えるぞ。見ていろ、カカロット。俺がナンバーワンだ。 Okay. Bisschen ist gerade sehr schnell schwarz geworden. Ich dachte, das wäre abgeschützt oder so. Aber jetzt kommt der Timeskip, oder? Pass auf. Oder es kommt noch mehr Vegeta-Training. Was von Goku mit Piccolo und Son Gohan Training. Oder irgendein Training. Keine Ahnung. Ich würde schon gerne weitermachen. Ich finde es gut, wenn die Story weitergeht. Vegeta steckt alles in das Training, in Hoffnung, noch stärker zu werden. Son Goku und die anderen hingegen. Oh, das schwer, Shichi. Die schon am Kochen. たまには隣山のご主人さん見習って車で買い物に行くらい連れてってけろ。だってうちにはそんな車もねえし、大地ほら免許なんて。かつてラインテレポートやん。あ、そう。だったら二人で教習所に通うだ。これも持ってねえぞ。俺がそんなもの持つか。だったら二人で教習所に通うだ。 Jawohl. Ja, wir machen echt diese Filler-Episode. Sehr geil. Und ja, jetzt mal ganz ehrlich, er könnte seine Teleportation und dann könnten die einkaufen. Was zum Teufel? Wenn einfach alle Einkäufe fest, alle halten Son Goku fest, dann kann er ja auch teleportieren. Also, oh nein. Führerschein machen hat Vorrang. Die beiden Fahrlehrer. こうなってしまった以上は仕方がない。孫悟空、たとえ車の運転だろうが、貴様には負けんぞ。よし、わかった。これも修行だ。俺はもう本気でやってみっか。あの、そんなに気合を入れなくてもいいんですけど。大丈夫かの。うん、すごい。これめっちゃ、ブルータ、ってさ、エンドでやる、いや、エンドディザフォルゲ、え、パシエラ、オッケー。 Bei schwerer Erzeugung fährst du gegen die Uhr, wenn du auf dem Weg zum Ziel deines Ausweichungskontrollpunkt basierst. Aussteigen, Musik wechseln. Okay. Aber jetzt wenigstens noch für Straße, kann ja nicht so schwer sein. Sehr geil. Oh, Vorsicht. Oh, Vorsicht. Son Goku am Steuer. Saiyajin am Steuer. Ja, er macht doch schon mehr Bock. Sehr geil. Weil ich bis jetzt noch nichts getroffen habe, ne? Ich fand es ein bisschen schade, dass Son Goku und Piccolo nicht ihre, ich glaube, Son Goku hatte irgendwie so ein Hawaii-Hemd, glaube ich, an, und Piccolo hatte irgendwie so eine Cappy auf oder so. Das war auch nicht schlecht.
Bin ein bisschen schade, dass die Klamotten nicht anhatten, aber ja, okay, war ja ein Filler, so wichtig. Ja. Musik wechseln kann ich übrigens nicht oder aussteigen. Warum habe ich das ausprobiert? Aus dem Weg. Irgendwie glaube ich, ich kann nichts rammen oder so. Ich bin schon so, ja, ich glaube, ich tue einfach über die Dinger rüber. Ja, sieht überhaupt nichts. Aber ich tue einfach mal so, als könnte ich in die Reihen fahren und bin voll stylisch ausgewichen oder so. Mal sehen, wie stylisch ich ausgewichen bin gerade. Okay. Dann voll ins Gebäude rein. Oh, oh, oh. Ne. Weil ich irgendwie voll irre fahren in der Serie. Ja. Und sagen, was er wollte, aber es war die beste Filler-Folge von allen Animes überhaupt, dass Son Goku und Piccolo Auto fahren mussten. Da könnt ihr mir jede Anime, weiß nicht, Strand-Episode irgendwie so von erzählen, irgendwie niemand toppt diese Filler-Folge, finde ich. Wir haben unsere Autos geschrottet. だ。そりゃもうバッチリ。で。よくわからねえが、それじゃ免許は悟空者が取れたのけ？それがさ、なんだかよくわかんねえんだけどさ。で。先生が俺たちの運転にビビっちまったみてえでよ。免許はやるから。 もう来ないでくださいってさ。それって半分投げ出されたんじゃ。まあ、とにかく免許は取れた。ね。お。よかったな。これであとは車を買えば念願の家族ドライブが。Oder ich kann uns irgendwo hin teleportieren, du Irre. おらたち車とかいろいろぶっ壊しちまったから。 Jetzt hat sie einen Grund mal, um zu meckern. Also jetzt ist er verständlich. Ja, trotzdem. Jetzt nicht mehr. Gokusa 働いて車を買ってくれ。そっか。割り割り。だったらよ。機械のことだし、ブルマに相談してみっか。そりゃいいべ。ブルマさんならいいやん、教えてくれるかもしんねえ。Wenn die uns mal ein bisschen Geld abdrückt. ちょっとブルマんとこ行ってくっかな。頼んだべ、悟空さん。 Keine Ahnung, Bulma hätte irgendwie viel besser zu Son Goku gepasst.
finde ich. Die kennen sich länger, weiß ich nicht. Wäre irgendwie viel besser gewesen, finde ich. Wo gemacht sie sich sofort auf dem Weg zur Capsule Corporation. あのさ、悪いんだけど、ちょっと相談に乗ってくれねえかな。あら、いいわよ。相談って何？ほら、父に言われて、車の免許を取ったんだけどさ、今度父のやつ車欲しがってんだ。なんとかなんねえかな、車。へえ、ソン君が免許をね。まあ、車くらいならなんとかならなくもないわよ。 本当か？でもソン君の運転って乱暴そうだし、普通の車じゃすぐに壊しちゃいそうよね。もしソン君が材料を集めて持ってきてくれるなら、私が飛び切り頑丈な車を作ってあげる。でも、あれ、オンファンカーン、あれですか。何集めてくればいいんだ。そうね。必要なものはリストアップしてあげるわ。それを見たらわかるから。あとついでだから、 作った車のメンテナンスや改造も私がやってあげるわ。そっか。悪いな、ブルマ。いいわよ、これくらい。父さんによろしくね。F&A、jetzt freigeschaltet。Mit Materialien kann Bulma deine Fahrzeuge bauen und verstärken. Du hast drei Zonen. F und E, Maschinen bauen und Chips erstellen, mit denen du Maschinen verstärken kannst. Ah, Chips habe ich glaube ich schon nicht Geschenke mal freigeschaltet. Und den Namen und ausschalten, der zeigt, wo du mit reinfinden kannst. Blablabla. Okay. Ja, schon checken irgendwie. Und da ist er wieder weg. F und E, Fahrzeuge und was? Skoro ging zurück nach Hause, um Chichi die gute Nachricht zu überbringen. ブルマが作ってくれるってよ。本当か？よかったな。じゃあできるだけ早く材料を集めてけれ。こくさんと材料集めも修行になるだよ。うん、修行になるかわかんねえが、一応集めてみっか。これ、ich würde sagen、wir machen das hier so weiter bis war。 Oh, habe ich das schon? Hat die Sachen schon? Ich glaube, ich habe dir gerade abgegeben, ne? Oder war jetzt von dem Auto fahren? Keine Ahnung. Wäre natürlich toll, wenn ich sie schon hatte. Okay, jetzt sieht schon aus. Boah, Frau, geh mir nicht auf die Nerven. Was will die denn jetzt schon wieder? Gokusa, ich habe mit dem Durchsamer den Nakugatadayo. カメハウスにランチさんが来てるんだと。へえ、懐かしいな。それで、なんだって？よくわからねえだが、何か用事があるみてえだよ、悟空さんに。ほら、修行があるんだけど。無天老師様に失礼があっちゃなんねえだ。話を聞くだけ聞いてやればいいべ。うん。そうだな。じゃあ、ほら、じっちゃんとこ行ってくっかさ。 Alles klar. Aber da kann sich nicht interpretieren. Okay, ich glaube, wir beenden den Part. Weil das schon wieder, weiß ich nicht, viel zu erlegen, ja, und ja. Gut, dann würde ich sagen, ich beende die Folge hier. In der nächsten Folge machen wir dann weiter hier mit Dragon Ball Z Kakarot. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.